Spanier feten, mit Fame viel Geld schenken will und Sonnenbrillen. Wenn am Freitag die Millionen im Euro-Jackpot sind. Sonnige Aussichten. Freitag rund 38 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne beim Original. Lotto Thüringen. Anna Laaref Mazayahdus Almanya Zaret Mittel Janam. Ah, das sind Sie ja. Wissen Sie, warum die Araber alle hier auf dem Boden sitzen? Weil hier ist es einfach am kühlsten. Herzlich willkommen zu einer überhitzten Folge Nonsenf. Hallöchen. Ja, was ist denn hier los? Temperaturen weit über der 30-Grad-Marke und das wochenlang. Also, da stimmt doch was nicht. Da ist es doch kein Wunder, wenn sich Menschen langsam Fragen stellen. Zum Beispiel diese hier. Die Antwort übrigens, ja, das dürfen sie. Sie dürfen die Wäsche nur draußen nicht waschen. Es ist eigentlich der Hammer. Und ich beneide jetzt auch niemanden in einer Dachgeschosswohnung. Da sollte man dann schon eine Klimaanlage haben. Übrigens, 2018 ist für die Klimaanlagenindustrie ein Rekordjahr. Normalerweise verkaufen die 120.000 bis 150.000 Klimaanlagen und Ventilatoren in einem Jahr. In diesem Jahr sind es schon 70.000 mehr. Und das hat Folgen fürs Klima, weil Klimaanlagen sind ja derzeit sowas von ausverkauft. Hier auf der Homepage eines großen Elektromarktes gibt es scheinbar noch Klimaanlagen, aber das ist ein Trugschluss. Online sind sie nicht mehr zu bekommen und Abholung im Markt, ja, das können Sie ja gerne mal versuchen. Leider nein. Eine einzige letzte Klimaanlage kann in 10 Wochen geliefert werden, aber keine Ahnung, ob es da überhaupt noch heiß ist. Jetzt mein kleiner Erfahrungsbericht. Wenn Sie nämlich jetzt in genau diesen Elektromarkt gehen, sagen wir mal in der Landeshauptstadt, und die letzte schon ausgepackte Klimaanlage der Welt steht dort und Sie wollen die haben, dann wird das sehr teuer. Von wegen Rabatt. Nee, Sie zahlen einfach mal locker 100 Euro mehr für das Ding. Das ist nämlich Kapitalismus. Oder wie Sie sagen würden, die sind ja nicht blöd. Was also tun gegen die Hitze? Unser Tipp, gehen Sie einfach mal wieder ins Freibad. Ja, ja, das gehört zu den freiwilligen Aufgaben jeder Kommune. Ach so, deshalb ist das Schwimmbad bei Ihnen geschlossen worden. Ja, blöd. Aber Gott sei Dank haben Sie ja uns. Und wir haben ein funktionierendes Archiv. Wenn Sie sich also gar nicht mehr erinnern können, was ein Schwimmbad überhaupt ist, hier eine kleine Erfrischung von uns, ein Film mit historischen Schwimmern aus dem Jahre 1969. Ein Blick in das Schwimmbad von Eisenroth, wo sich jeder nach seiner Art und Weise die Zeit vertreibt. Ich hoffe, es ist Ihnen jetzt etwas kühler. Das freut mich. Sonst müsste ich zu härteren Mitteln greifen, ja. Ach, Sie schwitzen noch. Na gut, Sie haben es so gewollt. Noch mehr Erfrischung aus dem Archiv und bitte. Auf der Hohofer Böh liegt ein Zimtkapulver Schnee. Kommt ihr fahren in die Berge. Mit dem frisch gewachsenen Ski geht es heute wie noch nie in das Winterland hinein. Diese lustige Schneeschuhreise führt uns über Berg und Tal.
der Oberhofer Höhe liegt ein Zünfterpulverschnee. Kommt, wir fahren in die Berge. Mit dem frisch gewachsenen Ski geht es heute wie noch nie in das Winterland hinein. Vor der Pause noch eine bestürzende Nachricht. Der neue Winnie-Pooh-Film ist in China verboten worden, weil Winnie-Pooh aussieht wie Chinas Präsident Xi Jinping. Im Netz wurde der Staatspräsident Xi Jinping in der Vergangenheit immer wieder mit Winnie-Pooh verglichen. Und jetzt berichten internationale Medien übereinstimmend, dass die Ausstrahlung des Films in China verboten worden sein soll. Gute Nachricht für uns in Deutschland. Da wird nämlich der neue Alice im Wunderland auch verboten. Der Grund? Die Hauptdarstellerin hätte angeblich zu große Ähnlichkeit mit Hitler. Die Werbung. Sonnige Aussichten. Freitag rund 38 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne beim Original. Lotto Thüringen. Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Nonsenf. Gleich wird's musikalisch und ein bisschen vorweihnachtlich zugleich. Es gibt nämlich Musik von Sebastian Niklaus. Vorher schauen wir uns aber nochmal im Bundesgesundheitsministerium um. Dort heißt es ja im Moment Spahn, Spahn, Spahn. Jens Spahn, um genau zu sein. Das ist nämlich derzeit unser aller Gesundheitsminister. Ja, bitte keine Klagen, wir haben den selbst gewählt. Scheinbar. Wie auch immer er an seinen Posten gekommen ist, er gibt sich im Internet recht freundlich und pflegenah und er lädt ein. Wenn wir über Pflege in Deutschland reden, dann sind zwei Dinge wichtig. Zum einen, dass wir über die Probleme reden, über die Vertrauenskrise, die ohne Zweifel da ist und was jetzt angepackt werden muss, damit es besser wird, spürbar besser. Zum anderen geht es aber auch darum, deutlich zu machen, was das für ein erfüllender, für ein toller Beruf sein kann, wenn die Umstände stimmen. Und ich spüre ja in Gesprächen mit vielen Pflegekräften, wie begeistert sie von ihrem Beruf sind. Und ich finde, auch das muss deutlich werden, wenn wir junge Menschen für diesen Beruf eben begeistern wollen, gewinnen wollen, sich für diese Ausbildung zu entscheiden. Deswegen möchte ich euch einladen, unter dem Hashtag Gute Pflege uns eure Eindrücke, Erfahrungen aus dem Alltag zu schildern, per E-Mail oder hier bei den sozialen Medien, warum ihr am Ende immer noch froh seid, euch für den Pflegeberuf entschieden zu haben und warum ihr euch mal dafür entschieden habt. Das heißt natürlich, ich sage es noch einmal, wir reden auch über die Probleme, aber ich finde es auch wichtig, dass wir über das Positive reden und über das, was im Alltag immer wieder auch Kraft und Stärke gibt. Und da möchte ich unter denjenigen, die uns Beiträge schicken, auch mindestens 5. Wir schauen mal, wie viel wir denn dann schaffen, am Tag der offenen Tür hier zu uns ins Bundesministerium für Gesundheit einladen, zu einem direkten Gespräch mit mir. Aber wir wollen vor allem dann eben auch darüber berichten. Nicht indem wir verharmlosen wollen die Probleme, sondern indem wir deutlich machen, auch was gut sein kann und was gut ist an Pflege in Deutschland, damit wir insgesamt daraus was lernen können. Bitte macht mit, ich freue mich auf viele Beiträge. Wow, mindestens 5. Klasse. Und was erwartet die da so am Tag der offenen Tür? Das kann man auf der Internetseite des Ministeriums genau nachlesen. Zu Gast sind in diesem Jahr die Maus und der kleine blaue Elefant aus der Sendung mit der Maus. Sowie GroKo, ja, das Krokodil, das hilfreiche Tipps zur richtigen Zahnpflege gibt. Ins Teddybärenkrankenhaus können Kinder ihre Lieblingsstofftiere mitbringen, die von Studierenden der Berliner Charité genauestens untersucht werden. Mit dieser Aktion wollen die studierenden Kindern die Angst nehmen vor einem Besuch beim Arzt oder im Krankenhaus. Also ich habe ja keine Angst vor dem Krankenhaus, ich habe ja Angst vor Jens Spahn. Aber vielleicht bringe ich ihm ja meinen Teddy mit. Kann ja sein, der steht auf Bären. Und dann wird alles besser. Ja. Ein letztes Wort noch zu Jan Ullrich. Ja, genau, der.
zu viel Radler getrunken. Mhm. Mensch, Jan, was ist mit dir los? Also ich möchte uns alle mal daran erinnern, dass Jan Ullrich einst ein großartiger Radfahrer war. Das sollten wir bei allen Lästereien mal nicht vergessen. Und sowas hätte es bei Jan Ullrich nicht gegeben. In het midden van het peloton. Oh la 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 la. Die mannen moeten in principe jongens, stoppen, hè. Levensgevaarlijk, stoppen. Stop. Demar moet stoppen, hè. Ze moeten stoppen, hè. Renaat. Ja, ze stoppen niet. Ik denk dat zeker driekwart van het peloton is doorgereden. Zijn er nog altijd die overrijden. En dan staat er een klein pakketje daar misbaar te maken. Ja, geen idee wat ze met deze situatie zullen doen. Vlakbij de Pont Gibus. Dus kijken wie er allemaal bij staat. Of iemand heeft laten verrassen. Maar mannen toch. Dat is toch wel gevaarlijk geweest. Elmiger staat ertussen. De Zwitserse kampioen. Een aantal renners die zeggen, geen probleem. Het is Guy Dobbelaar die uit... Das war unser Beitrag zum Thema Jan Ullrich und jetzt schweige ich für den Rest der Woche. Das ist besser für alle, weil wenn ich sage, was ich denke, dann wäre ich der neue Song von Sebastian Niklaus. Und der bin ich nicht. Das ist der hier. Viel Spaß damit. Schöne Woche. Wenn ich sage, was ich denke, bring ich Mauern zu Fall. Wenn ich sage, was ich denke, schmelz ich Herzen aus Stahl. Wenn ich sage, was ich denke, teile ich, was ich fühl mit dir. Wenn ich sage, was ich denke. Ich weiß, ein Wort verändert Leben. Und wie leicht könnte ich es geben. Auf dem Weg zum Ziel hilft dein Lob so viel. Doch ich frage mich, warum sage ich es so oft nicht? Ein, ich liebe dich, ich bin stolz auf dich. Eines tut mir leid, zur rechten Zeit. Das erfordert Mut, doch es tut auch so unendlich gut. Wenn ich sage, was ich denke, bring ich Mauern zu Fall. Wenn ich sage, was ich denke, schmelz ich Herzen aus Stahl. Wenn ich sage, was ich denke, teile ich, was ich fühl mit dir. Wenn ich sage, was ich denke. Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Jeder Schmerz ist mal verschwunden. Doch Bilder, die mich jagen, kann ich nur ertragen, wenn ich sie in Worte fass und die Ängste nicht gewinnen lass. Ich bleib nicht allein, schalt meinen Sender ein. Ich funk dich an und erzähl dir dann, was ich nicht behalten kann. Geh doch mal auf Empfang. Wenn ich sage, was ich denke, bring ich Mauern zu Fall. Wenn ich sage, was ich denke, schmelz ich Herzen aus Stahl. Wenn ich sage, was ich denke, teile ich, was ich fühl mit dir. Wenn ich sage, was ich denke, hoff ich, du teilst auch mit mir. Doch ich kann auch verstehen, wenn das nicht leicht für dich ist. Denn du hast schon erlebt, wie dich ein hartes Wort trifft. Es dauert lang, bis Wunden heilen. Worte können Waffen sein, doch sie können auch befreien. Wenn ich sage, was ich denke, bring ich Mauern zu Fall. Wenn ich sage, was ich denke, schmelz ich Herzen aus Stahl. Wenn ich sage, was ich denke, teile ich, was ich fühl mit dir. Wenn ich sage, was ich denke. Oh, wenn ich sage, was ich denke, bring ich Mauern zu Fall. Wenn ich sage, was ich denke, schmelz ich Herzen aus Stahl. Wenn ich sage, was ich denke, teile ich, was ich fühl mit dir. Wenn ich sage, was ich denke und ich deine Welt berühre, öffnest du mir dann die Tür? Die Millionen im Euro-Jackpot sind.
Sonnige Aussichten. Freitag rund 38 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne beim Original. Lotto Thüringen.